Ich begrüße euch recht herzlich zu der heutigen Demo für unsere Geschwister aus Palästina. Assalamu alaikum. Es hat heute einen bestimmten Grund, weswegen wir hier sind. Zu dieser Uhrzeit, an diesem Ort. Ich bin auch sehr dankbar an die Mahnwache Braunschweig für ihre Zusammenarbeit. Ich bedanke mich auch an dem Friedenskomitee, das wir vor 3 Wochen auf die Beine gestellt haben, die aus den verschiedensten Winkeln Niedersachsens kommen. Auch euch danke ich recht herzlich für die Verbreitung der Demo in sozialen Netzwerken und für das zahlreiche Erscheinen. Möge Gott euch dafür belohnen. Wir sind heute hier, weil wir Menschen leiden sehen, weil wir Kinder leiden sehen, die ihre Eltern verloren haben, und Mütter leiden sehen, die ihre Kinder verloren haben. Was heißt denn verloren? Und wo verloren? Verloren in Palästina. Auf eine brutale Art und Weise. Sie wurden bombardiert, erschossen, gequält, vernichtet. Sie wurden missachtet. Ihre Rechte wurden ihnen entnommen. Und man behandelte sie so, wie keiner von uns jemand behandeln würde. In den Medien sieht man das leider nicht so oft, da alles andere anscheinend wichtiger ist. Die Redebeiträge über Putin sind groß. Aber über das Massaker im Gazastreifen bekommt man nur eine 30-Sekunden-Berichterstattung. Bezahlen wir nicht für diese Medien mit unseren Steuern? Ja, wir bezahlen diese Medien dafür, dass sie von einem blutigen Konflikt schreiben und nicht von einem Massaker, einem Völkermord oder einem Besatzungs- bzw. Kriegsverbrechen. Gaza ist nichts anderes als das Warschauer Ghetto. Sie werden seit Jahren unterdrückt. Die Besiedlungspolitik des israelischen Regimes kesselt 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen ein, und selbst wenn eine Ratte, eine Ameise durchkommt, bemerken sie es. Und ihr wollt mir erzählen, dass sie Raketen einschleusen lassen, haben die den Effekt von einer zweiten Weltkriegsbombe haben? Es sind 1700 Menschen gestorben in den letzten 3 Wochen. Darunter Kinder, Frauen, alte Menschen. Ich frage mich nochmal, ist es Selbstverteidigung, wenn ein kleines Baby, das 6 Monate alt ist, bombardiert, massakriert wird? Es ist nicht normal. Sie werden mit Kriegsschiffen, mit Jets, aus der Luft und auch mit Bodentruppen angegriffen. Ihr, Frau Merkel, oder Herr Obama, oder Herr Netanyahu, erzählt mir, dass ihr euch verteidigt. Ihr werdet in den Medien nicht sehen, wie ein 4-jähriges Kind verbrannt wird. Ihr werdet nicht sehen, wie eine schwangere Frau bestial vergewaltigt und dann umgebracht wird. Aber wir kriegen eine Berichterstattung über Putin, wie böse er doch sein mag. Und dass die Politik Netanyahus nur zur Selbstverteidigung seines Landes dient. Ist es Selbstverteidigung, wenn Wohngebiete bombardiert werden? Ist es Selbstverteidigung, wenn ein unschuldiges Baby, das nicht mal seinen Namen aussprechen kann, getötet wird? Nein! Ist es Selbstverteidigung, wenn eine schwangere Frau zu einer Zielscheibe wird? Eine Abgeordnete im israelischen Parlament meinte, dass man eine schwangere Frau umbringen soll, weil durch einen Schuss gleich 2 Menschen sterben. Ist das normal? Neben der Mutter werde gleichzeitig der gefährliche Nachwuchsterrorist ausgeschaltet. Sag mir, dient das als Selbstverteidigung oder ist es ein Völkermord? Ein Soldat wurde letztens gekidnappt. Ja, ein Soldat. Und jetzt kommt mir Herr Obama mit einmal damit, dass Israel sich selbst verteidigen darf. Wusstet ihr, dass die entführten 3 Israelis nicht von der Hamas entführt worden ist? Nein. Wieso? Sie brauchten einen Grund,
da jetzt Mursi weg ist, haben sie eine Möglichkeit ergriffen, einen Völkermord zu begehen. Und Sisi, der mit einem Putsch 529 Abgeordnete, die demokratisch nach 30 Jahren gewählt worden sind, erhängt, nennt sich Ägypter. Du bist eine Schande für alle. Von uns, dass du diesen Völkermörder Netanyahu und die seine Politik unterstützt, schäme dich, ein Mensch zu sein. Sie überspielen einfach dieses Massaker. Es wird überspielt, wie die Kinder weinen, wenn sie die Leichen der Eltern und ihrer Geschwister sehen. Es wird überspielt, wie eine Mutter ihr totes kleines Kind identifizieren muss. Die Brutalität und die Kriminalität werden überspielt, die Israel schon seit Jahrzehnten unschuldigen Menschen und unschuldigen Zivilisten gegenüber ausüben. Warum das alles? Wegen einem Stück Land, was sie besitzen möchten, wenn damals die Juden im Zweiten Weltkrieg verbrannt wurden, warum stellt man dann nicht ein Stück von Europa, der USA, Kanadas oder Alaskas für Israel zur Verfügung? Unsere Frage ist, wenn ihr dieses gewalttätige Verbrechen begangen habt, warum soll dann die unschuldige Nation von Palästina für dieses Verbrechen bezahlen? Wir sind Menschen, ja. Selbst die Palästinenser sind Menschen. Mag es den Herren Menschen gefallen oder nicht. Und wer einen Menschen vorsätzlich ermordet, ist so, als wenn er die gesamte Menschheit ermordet hat. Die Anführer des zionistischen Kolonialprojekts haben allein in den letzten 3 Tagen 100 Menschen ermordet. Die Anführer der gesamten westlichen Welt und weltlichen Welt schauen tatenlos zu. Liebe Jugendliche, seid dankbar, dass ihr dieses Gefühl in eurem Herzen bewahrt. Lasst euch nicht zu Dingen hinreißen, die dieses System nutzen würde. Drückt euren friedlichen Protest in Foren aus. Schreibt in euren sozialen Netzwerken, das System hat Hunderte von prostituierten Schreibern engagiert, um ihre unmenschliche Sicht der Dinge in die Foren, in Netzwerke und in Wikipedia und so weiter zu schreiben. Aber ihr seid mehr. Schließt euch zusammen und engagiert euch, Hand in Hand. Ihr seid mehr und ihr seid mächtiger. Selbst wenn man euch vormacht, immer, dass das Gegenteil ist. Trefft euch mit euren Freunden und überlegt euch originelle Aktionen. Boykottiert alle zionistischen Waren. Überredet euren Supermarkt, kein Obst aus Israel zu kaufen. Macht klar, dass ihr auf der Seite der unterdrückten Menschen dieser Welt steht und nicht auf der Seite von den Unterdrückern. Und ich frage euch, wenn wir mal wirklich davon ausgehen, dass Kohle ein Produkt des zionistischen Handwerks ist und das Kapital oder ein gewisser Prozentsatz dazu benutzt wird, illegale weiße Phosphorbomben zu bauen und den Nahen Osten zu bombardieren und Menschen mit Waffen zu töten, wieso kann man dann nicht dies einfach boykottieren? Trinkt Leitungswasser, überlegt euch, wie ihr es selber schafft, diese Produkte zu boykottieren. Ich selbst versuche es seit 3 Wochen und ich lebe immer noch. Dazu noch habe ich ein gutes Gewissen, auch wenn ich alleine nichts bewirken kann. Aber glaubt mir, ihr seid alle nicht alleine. Merkt euch das und tut etwas. Nichtsdestotrotz ist unter jeden stärkste Waffe das Blutgebet. Betet, betet, bei jeder Möglichkeit, für alle Unterdrückten. Betet für Palästina, für Syrien, für Irak, für Bahrain, für Afghanistan, für Pakistan und etliche Bevölkerung, deren Unrecht getan wird. Ich habe ein kleines Blutgebet vorbereitet, so dass wir alle hier und heute die Möglichkeit haben, jeden zu Unrecht unterdrückten Menschen zu helfen. Möge Gott unsere Bittgebete annehmen.
O Herr, die Unterdrückten, die Gedemütigten und Vertriebenen, und gebe ihnen Geduld und Standhaftigkeit. O Herr, gib ihnen Schutz, Geborgenheit und Frieden. O Herr, halte unsere Freunde von unseren Geschwistern fern. O Herr, erleichtere ihnen ihre momentane Situation. O Herr, den zurückgebliebenen Familienmitglieder, die ihre Liebsten verloren haben, schenke ihnen Kraft. O Herr, nehme ihnen ihre Sorge und Probleme. O Herr, hilf den Weisen aus ihrer schwierigen Situation. O Herr, erlöse dieses Volk endlich von ihrem Leid. O Herr, öffne die Tore zu Paradies und schenke unseren Geschwistern, die ihr Leben im Krieg verloren haben, das Paradies. O Herr, heile unsere verletzten Geschwister und beschütze sie. O Herr, lasse uns unsere Geschwister den Kampf gewinnen, den sie ausgesetzt sind. O Herr, verfluche die Feinde, die unseren Geschwistern Gewalt und Unrecht antun. O Herr, lass uns nicht zu denjenigen gehören, die Unheil stiften. O Herr, lass uns zu denjenigen gehören, die das Übel, nicht zu denjenigen gehören, die das Übel ignorieren. O Herr, lass uns nicht tatenlos gegenüber der Ungerechtigkeit sein. O Herr, lass uns diejenigen sein, die gegen die Ungerechtigkeit mutig aufstehen. O Herr, lass die Ungerechtigkeit nicht über die Gerechtigkeit siegen. O Herr, gib den Menschen Frieden und Gerechtigkeit. O Herr, lass uns nicht zu denjenigen gehören, deren Herzen kalt und leer sind. O Herr, lass uns zu denjenigen gehören, die Frieden schaffen. O Herr, nimm unsere Gebete an. Wir bitten dich um Schutz und dein Wohlgefallen. Nur dir alleine gehorchen wir. Du musst kein Moslem sein, um Gaza zu beschützen. Du musst ein Mensch sein. Assalamu alaikum.